Ich bin Hardy Vogtmann, erster Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau gewesen. Und ich möchte heute zurückblicken auf die Anfänge des FIBL. Mein erster Kontakt mit dem biologischen Landbau geht auf das Jahr 1970 zurück, wo ich an der ETH Zürich ein naturphilosophisches Seminar besucht habe. Im Rahmen von dem Seminar ist mir klar geworden, dass wir in unserer heutigen naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise die Gesamtzusammenhänge viel zu wenig berücksichtigen. Das war 1974 und wir haben das Forschungsinstitut begonnen mit der Überzeugung, dass wir ein neues Modell für die Landwirtschaft brauchen. Denn das bisherige hat ja zu all den Problemen geführt. 62 Publikationen, Rachel Carson, Stummer Frühling und 72 Grenzen des Wachstums. Wir haben dann gesagt, wir müssen auch neu denken, neue Wege finden zu denken. Wir sind dann natürlich forsch nach außen getreten, so nach dem Motto, wir bieten etwas ganz Neues und hatten dazu den Bruder Holzhof, den wir nutzen konnten dafür. Allerdings muss ich sagen, ich wurde ja damals in Kanada tätig, von den Stiftungsräten überzeugt, zurückzukommen in die Schweiz mit der Aussage, wir haben einen Versuchsbetrieb. Und wir haben natürlich auch die nötigen Mittel, um Forschung zu betreiben. Und als ich kam, merkte ich, der Betrieb gehörte nicht der Stiftung, sondern es war ein Stiftungsrat, der Pächter auf dem Betrieb war. Und das Kapital der Stiftung war 36.000 Schweizer Franken. Und ich war etwas erschrocken und habe gesagt, das ist aber sehr wenig. Die Antwort war, mach dich auf den Weg und finde die Finanzmittel. Wir haben dann als nächsten Schritt in einem Abbruchhaus in Bottmingen ein Heim gefunden. Wir haben darin dann im Keller ein Labor eingerichtet und wir haben dann dort auch den ersten Dienstwagen gehabt, ein Renault 4. Und dann durften wir umziehen in eine Villa nach Oberwil. Eine tolle Villa, die früher einem Ziba-Geigy-Direktor gehörte. Das war ja die Ironie dabei. Und dieser hatte sein Haus, weil er keine Nachkommen hatte, der Merian-Stiftung vermacht. Der damalige Präsident Zumstein war befreundet mit dem Präsidenten der Merian-Stiftung und wir haben für sehr wenig Miete diesen schönen Platz mieten können. Und wir haben dann natürlich gesagt, jetzt haben wir die Äußerlichkeiten, die wir brauchen, aber wir müssen auch anders handeln. Und zum anderen Handeln gehörte, dass wir eine sehr flache Hierarchie, eigentlich keine hatten. Wir haben alle Entscheidungen im Kollegialsystem getroffen. Das Grundprinzip für Eigenverantwortung, auch für den Finanzbereich in jedem Projekt. Wir hatten keine spezielle Finanzverwaltung, jeder musste das tun. Keine Abwesenheitskontrolle, keine Dienstreiseanträge. Jeder konnte direkt Kontakt nach außen pflegen. Und vor allen Dingen wichtig war, wir hatten den gleichen Lohn für alle. Das ging einige Zeit ganz gut. Leider haben wir es nicht durchhalten können. Das hat zu Konflikten geführt, weil bei Anträgen an den Bund zum Beispiel, also irgendwann konnten wir es nicht mehr weitermachen. Wichtig war, dass wir als FIBL eine Denkschmiede waren. Wir haben wöchentlichen Jurfix gehalten und wir haben alle Probleme ausdiskutiert, zum Teil auch bis in die Nacht hinein. Die Leistungen des FIBL kann ich natürlich nicht alle aufzählen. Ich will nur einige erwähnen, die wichtig sind. Die Forschung im Dialog mit der Praxis, das war das gegenseitige Lernen auf Augenhöhe, auch mit den Bauern. Die Anerkennung des Biolandbaus als eine ernstzunehmende Form der Landwirtschaft in Praxisforschung und in der Politik. Und Aufbau der speziellen Beratung für den Biolandbau mit Otto Schmidt damals, übrigens finanziert vom WWF für 3 Jahre. Die Etablierung gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit der ETH, mit landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und auch mit zum Beispiel der Patinho-Stiftung, die ihren Sitz hier am Genfersee hat, aber in Bolivien tätig ist. Da haben wir ein großes Projekt in Bolivien finanzieren können, damals mit Franz Augsburger. Und die Unterstützung, ich würde sogar sagen Rettung der IFOAM, der Internationalen Vereinigung für biologischen Landbau. Wir haben also die IFOAM-Geschäftsstelle übernommen. Aber ich denke, ein besonderer Punkt war die Rettung des Begriffs Bio für Lebensmittel. Als ich aus Kanada zurückkam, um das Forschungsinstitut zu starten, bin ich natürlich stolz an die ETH Zürich gereist, zu meinem ehemaligen Professor für Anatomie und Physiologie der Haustiere. Und er sagte mir beim Kaffee dann, Hardy, du kannst dein Institut schließen. Ich sagte, wieso? Ja, wir werden Bio-Auslobung verbieten. Wir haben jetzt 3 Jahre Untersuchung gemacht,
Milch von konventionellen Betrieben und Biobetrieben und haben analytisch keinen Unterschied gefunden. Also von daher ist keine Gerechtfertigung mehr einer besonderen Auslobung. Mit dieser traurigen Nachricht bin ich dann zu zwei ehemaligen Doktorkollegen gegangen, die inzwischen Kantonschemiker wurden. In Schaffhausen Roger Biedermann und in Basel Martin Schüppach. Habe ihnen mein Leid geklagt und sie sagen, bleib gelassen. Bleib gelassen. Ich sage, wie kann man da gelassen bleiben? Ja, wir haben natürlich über 30 Jahre jetzt Daten von Vorzugsmilch und normaler Milch und haben auch keinen Unterschied chemisch-analytisch. Aber die Vorzugsmilch wird ausgelobt, wird auch teurer bezahlt. Und der einzige Unterschied ist, die Bauern führen ein Stallbuch, wo alles festgehalten wird, was sie im Stall tun, was sie füttern, Veterinärbehandlungen und Ähnliches. Warum schreibst du nicht einfach auf, wie Biolandbau geht? Und wenn du das aufgeschrieben hast, gehst du nach Bern und sagst, liebe Leute, wollt ihr Vorzugsmilch verbieten? Und sie werden sagen, nein, auf keinen Fall. Dann sagst du, dann dürft ihr auch Bio nicht verbieten. Und so sind wir dann nachher marschiert und wir sehen da unseren damaligen großen Mentor, den Professor Mattil, der mit dem Schreiben und noch einigen anderen Menschen nach Bern marschiert ist und den Vortrag gehalten hat. Und die Delegation war dann sehr erfolgreich. Es wurde zumindest gestoppt. Das drohende Verbot des Begriffs Bio führt zu einem Schulterschluss. Die vier Bio-Organisationen Demeter, Biofarm, Bioterra und die Westschweizer Progana beginnen unter der Leitung des FIBL gemeinsame Basisrichtlinien für den biologischen Landbau zu erarbeiten. Und das war kein einfacher Prozess. Man kann sich vorstellen, an der Spitze jeder Organisation stand ein Individuum und war nicht unbedingt bereit, etwas abzugeben. So haben wir 3 Jahre lang in Olten uns getroffen mit den Vertretern der Organisationen, jedes Mal wieder verhandelt, um die Richtlinien verabschieden zu können. Die verschiedenen Biogruppierungen stellen die gemeinsamen Richtlinien für Verkaufsprodukte aus biologischem Anbau der Öffentlichkeit vor. Dieser Moment ist wegbereitend für die Gründung der VSBLO, der späteren Bioswiss. Und diese Richtlinien waren maßgebend auch für die Richtlinien in Deutschland und daraus später die europäischen Richtlinien. Also man darf nicht unterschätzen, dass die Schweiz hier für das, was heute weltweit gilt, der Zünder war. Das Wichtige war dann natürlich, dass wir in der Wissenschaft uns etabliert haben und haben dort, nachdem wir IFOM ja als Institution gerettet hatten und das Büro bei uns hatten und ich dann auch noch Präsident wurde von IFOM, die erste wissenschaftliche Tagung in Sissach durchgeführt mit 66 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Es war Lady Eve Belfour da, die das berühmte Hawley-Experiment gemacht hat. Es war von Boguslawski aus Deutschland, war ein Grand Seigneur, der sich auch für den Biolandbau, insbesondere Demeter-Anbau, interessierte. Delegationen aus Großbritannien, Schweden, überall waren da. Und das war der Durchbruch. Und immerhin ist daraus ja jetzt eine feste Einrichtung entstanden. Diese Wissenschaftstagung wird in der ganzen Welt durchgeführt. Und das FIBL hat ja später dann auch diese Tagung nochmal in Basel hier durchführen können. Und ganz wichtig war dann auch noch der DOK-Versuch, der Vergleichsversuch, den wir ja mit Liebefeld gemeinsam dann durchführen konnten. Die Frage, die sich ja immer stellte, sofort, ja, ist denn Bio besser als konventionell? Und da gab es natürlich Vergleichsversuche, das berühmte Hawley-Experiment. Aber ein Systemvergleichsversuch, den gab es eigentlich nicht. Und wir wollten ein System vergleichen, weil Jean-Marc Besson, der damals neben mir seine Promotion geschrieben hatte an der ETH Zürich, immer wieder zu mir kam und sagte, also das mit dem Biolandbau verstehe ich überhaupt nicht. Die haben ganz schlechte und tiefe Phosphatwerte und die haben auch ganz wenig Kaliversorgung. Und eigentlich dürften die Kühe gar keine Milch geben. Und jetzt haben die nur mit Grundfutter kriegen die 4.600 Kilo. Das kann nicht sein. Und mit dieser Fragestellung haben wir uns gesagt, ja, dann müssen wir der Sache auf den Grund gehen, sind zum Philipp Mattil, der ja im Stiftungsrat war, an der ETH Professor für angewandte Botanik und haben den mal gefragt und er sagt, ja, das muss über den Boden kommen, ihr müsst euch das mal genau anschauen. Und so entstand die Idee, einen Vergleichsversuch zu machen. Wir an unserem Institut erwartet vom DOK-Versuch eigentlich 3 Antworten. Erstens, welche Einfluss haben verschiedene landwirtschaftliche Bewirtschaftungssysteme auf die Qualität der Produkte? Zweitens, was vermögen die einzelnen landwirtschaftlichen Systeme
zu leisten. Und drittens erhoffen wir uns, dass wir aus dem DOK-Versuch praktische Rückschlüsse ziehen und in die Beratung für den biologischen Landbau einfließen lassen. Darüber hinaus ist der Versuch ein Demonstrationsversuch und er soll fördern das Gespräch und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedensten Kreisen, die mit der Landwirtschaft zu tun haben. Und wir haben dann mit Jean-Marc Besson zusammen seinen damaligen Chef in Liebefeld überzeugen können. Wir haben dazu noch gewonnen, damals De Lucchi, der sich natürlich für den Bereich Pflanzenschutz interessierte. Und mit all diesen Ansprüchen sind wir damals angetreten, hatten gar kein Geld, wussten also nicht, ob wir unseren Teil, Liebefeld hat ja immer alles gestellt, die Maschinen, Geräte, die Arbeiter, den Zaun, alles, was es brauchte. Aber dann hat WWF ist dann eingesprungen, weil wir immer gute Beziehungen auch hatten zu den Nichtregierungsorganisationen und hat uns 3 Jahre lang 50.000 Schweizer Franken gegeben für den DOK-Versuch. Und der ist bis heute noch, läuft noch bis heute, gibt große Erkenntnisse. Der Stiftungsrat hat ja anfänglich überhaupt eine starke Tendenz in die Richtung biologisch-dynamische Landwirtschaft gehabt. Denn es waren sehr viele anthroposophisch orientierte Menschen im Stiftungsrat. Und mein Zugang war ja überhaupt auch durch ein Seminar an der ETH Zürich, was Philipp Mattil, Professor Mattil und Michael Rist gegeben hat, ein naturphilosophisches Seminar. Und diese beiden waren auch im Stiftungsrat, die haben mich auch von Kanada zurückgeholt dann. Dann war natürlich im Stiftungsrat sogar jemand vom Bundesamt für Landwirtschaft. Dann hatten wir als Landwirt den Fritz Baumgartner, der ja den Bruder Holzhof bewirtschaftet hat. Und natürlich, um in den organisch-biologischen Bereich zu kommen, wir konnten den Herrn Dr. Müller nie gewinnen für uns. Aber wir haben natürlich dann unseren damaligen Präsidenten der Biofach, den Werner Scheidecker, gewonnen. Dann hatten wir als freie Journalistin die Irene Hagmann, die aber beim WWF im Vorstand war und uns deshalb den Zugang zum WWF verschafft hatte. Dann hatten wir natürlich den Herrn Schalcher am Anfang als Politiker, durch dessen Motion ja überhaupt dann die Stiftung entstanden ist. Also es waren schon wichtige Menschen drin, die uns Türen öffnen konnten. Die Position, die ich hatte, war natürlich auf der einen Seite praktisch keine Hierarchie, gleicher Lohn und alle verrückten Ideen, die wir so hatten. Und dafür hatten wir 2 Stützen im Stiftungsrat, nämlich Professor Mattil und Michael Rist, die das verstanden haben und die uns auch immer dabei unterstützt haben. Also es war nicht so, dass der Stiftungsrat eine homogene Gruppe war, sondern er war durchaus nicht homogen. Aber natürlich war Schalcher ein Konservativer. Der Herr Schalcher war ja nur wenige Jahre da, weil er innerhalb des Stiftungsrats doch zu sehr vielen Konflikten führte und irgendwann selber dann gegangen ist. Herr Zumstein war sehr viel länger da, weil er sehr viel Moderator war, natürlich auch sehr konservativ war, aber sehr geschätzt hat, was wir taten. Und die größte Unterstützung war da seine Frau, die uns über den grünen Klee gelobt hat, was das doch für tolle junge Leute sind, die das machen. Das war einfach eine super Arbeit, die war bei ein paar Vorträgen dabei und sagt, ihr macht das so toll und ich denke, das hat sehr viel bewirkt. Das war vielfach die Frauen, die die Umstellung der Betriebe bewirkt haben. Also ich würde sagen, das haben wir sehr gut hinbekommen. Auf der einen Seite die verrückten Ideen, auf der anderen Seite einen teilweise konservativen Stiftungsrat. Aber ich denke, wir hatten so das Vertrauen, dass sie gesagt haben, okay, ein bisschen Zweifel haben wir zwar, aber wir glauben, dass ihr das hinbekommt. Und ich habe ja im zweiten Jahr, im dritten Jahr 76, 100 Höfe besucht. Praktisch alle Biohöfe, die damals in der Schweiz da waren, um klarzumachen, wir sind für euch alle da. Wir sind nicht nur für eine Richtung da. Es war also Vertrauen aufbauen. Ich denke, das war das Wichtigste. Wir sind zum Bauernkreis, um von denen zu lernen. Wie macht ihr das überhaupt? Wie funktioniert das? Das war ein Lernprozess von unserer Seite. Und dann ein Dialogprozess mit den Bauern. Wo drückt euch denn der Schuh? Ist es die Unkrautbekämpfung zum Beispiel? Ist das bei euch ein großes Problem? Ist es die Nährstoffversorgung? Bodenstruktur, was sind eure Probleme? Und daraus entstanden sind dann Ideen, zum Beispiel die Dissertation von Rudolf Klei, Untersaaten im Mais. Die Versuche liefen auf den Betrieben. Das war ja von Anfang an On-Farm Research, weil wir hatten ja auch gar kein Geld für andere Sachen. Also so ist das entstanden im Dialog, Kenntnis auf der einen Seite, Fragestellung auf der anderen. Und wir mussten erstmal wirklich lernen und waren manchmal überrascht, was diese Bauern schon konnten und was nicht in Lehrbüchern stand.
Begonnen hat das ja schon mit dem Begriff transdisziplinäre Forschung, was wir damals gesagt haben, Forschung auf Augenhöhe. Dann gibt es heute Living Labs, dann gibt es heute noch verschiedene andere Begriffe, wo man sagen muss, haben wir das nicht eigentlich damals alles schon so gemacht, nur nicht so genannt? Und das ist schon so. Vieles ist nicht gesagt und nicht dokumentiert worden aus unserer damaligen Zeit und heute modern ist es. Und ich sage ganz stolz, haben wir gemacht, haben wir getan und heute haben wir auch einen Namen dafür. Und ich denke, heute genießt das Fibel immer noch das Ansehen, so wie es damals war. Und es muss auch so bleiben.